Wir möchten mindestens einen Fluch mitgeben in diesen Grundstein. Wir sagen, das hier wird nicht funktionieren. Und das ist auch allen klar. In ein paar Jahren wird das hier eine Ruine sein, wie es das Frappant war. Mit den Folgen müssen allerdings wir leben, wir Anwohnerinnen und Anwohner. Und von uns aus haben einige schon gute Vorstellungen entwickelt und gesammelt, was hier entstehen könnte. Das war draußen am Bauzaun plakatiert, bis IKEA als schlechter Verlierer das abgenommen hat. Sozialwohnungen zum Beispiel, Sozialwohnungen oder einen Badesee, war auch eine schöne Vorstellung. Alles, nur kein IKEA, ein Möbel-Großkaufhaus in einem Innenstadtviertel. Das gibt es weltweit nicht. Und IKEA sagt selber, das ist ein Experiment. Und wir sind nicht bereit, Versuchskaninchen zu sein für diesen Wahnsinn. Ganz abgesehen davon, was hier mit den Mieten passiert, wie hier Verdrängung funktioniert, schon durch die Ankündigung des Baus von IKEA. Wir müssen hier leben, wir wollen hier leben und deswegen werden wir alles dafür tun, dass es nicht dazu kommt. Eine Baustelle ist noch kein IKEA, hier ist noch die Chance, richtig Gutes zu bauen. Wir hoffen, dass sowohl IKEA als auch Verwaltung und Politik das auch einsehen und sonst müssen wir ihnen auf die Sprünge helfen. Ja, viel Spaß noch mit der Feier. Dankeschön. Die Bergstraße war mal viel länger, sie startete nämlich da unten an der Holzenstraße und ging dann hier nach oben, nach Altona. Und diejenigen, die ein bisschen historisch interessiert sind, wissen natürlich, dass das hier mit Trinitatis und der Bergstraße das frühere Zentrum Altonas war. Ein ganz dicht bebautes Zentrum mit Bewohnern und Gewerbeobjekten und Einkaufen in diesem Stadtraum. Und der Zweite Weltkrieg hat das alles oder einen großen Teil davon zerstört, eine riesige Schneise geschlagen. Und im Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg ist dann das entstanden, was man hier so an einigen Ecken noch sieht. Eine sehr große Fußgängertrasse mit einer gemischten Bebauung von Läden, von Büros, wenigen Wohnungen ursprünglich. Und das Ganze sollte sozusagen die Zukunft der Entwicklung von Altona darstellen. Diese Zukunft war eine kurze Zukunft, denn wir alle wissen, dass spätestens schon in den 70er Jahren hier Prozesse eingeleitet worden sind, die dazu führten, dass Läden keine Umsätze mehr machten, dass Läden geschlossen wurden, dass die großen Hoffnungen, hier ein Einkaufszentrum, ein pulsierendes Einkaufszentrum zu bauen, sich dann über 20 Jahre hinwegschleppten und dann nicht erfüllten. Und die Schließung des Kaufhauses Karstadt war dann sozusagen der Schlusspunkt einer Entwicklung, die deutlich machte, hier ist städtebaulich was schiefgegangen. Das Abbrechen von Gebäuden, das erfordert dann schon ein bisschen Nachdenken, was da wieder entstehen soll. Dieses Nachdenken hat in Altona sehr lange gedauert. Man muss deutlich machen, dass hier über 20 Jahre eigentlich darüber nachgedacht worden ist, wie kann man dieses Zentrum von Altona wiederbeleben, wie kann man es dichter bebauen, stadtverträglich. Das ist das Stichwort, bei dem keiner so richtig weiß, ob das funktioniert. Natürlich gibt es Stadtplaner, es gibt Architekten, es gibt Soziologen, die auch mitwirken an der Frage, wie kann ein Möbelhaus, das normalerweise ja an den Rändern der Stadt entsteht, inmitten eines Einkaufszentrums funktionieren. Wird das nicht zu riesigen Problemen führen? Wie ich hier von den Leuten, die direkt hier drum wohnen, höre, steigen die Mieten schon kräftig und einige von den Geschäftsleuten, die sich für IKEA ausgesprochen haben, sind ja auch schon verschwunden. Also sie sind schon aus ihren Läden verschwunden, weil sie die Miete nicht mehr bezahlen konnten. Weißt du eigentlich, ob es damals beim Bau des Frappantes schon mal eine ähnliche Entwicklung gab? Aber ich weiß, dass hier früher alte Häuser standen aus dem Ende des 19. Jahrhunderts. Also so mehrere Reihen und die sind dann abgerissen worden und dagegen gab es schon Widerstand. Das war ja in den Ende der 60er. Es gibt ja auch noch alte Bilder, wo man das sehr schön sehen kann. Also damals hat man ja auch nicht viel renoviert oder restauriert, sondern da wurde ja allgemein gerne abgerissen. Aber dass das 40 Jahre später immer noch genauso stattfinden muss, ist doch schon eigentlich ein Armutszeugnis. Das heißt, es wurde nichts gelernt. Der Sprecher von IKEA nennt das Ganze selbst ein Monstrum. Das hat im Wohngebiet gar nichts zu suchen. Schon gar nicht hat dieser massive Autoverkehr, der prognostiziert wird, hier überhaupt nichts zu suchen. Wenn an Wochenenden hier irgendwelche Autoschlangen vor den Parkhäusern stehen, weil sie da nicht rechtzeitig reinkommen und wir dann so eine Situation haben wie am Wunderbrunnen in Schnelsen, wo das ja auch so ist.
aber da sind sie am Stadtrand und da ist auch ein Stau am Wochenende und da können trotzdem die Autos an der linken Seite vorbeifahren. Also solche Situationen gibt es in der großen Stadt. Das wird erst einmal hier eine schwierige Bauzeit sein, die wird auch zu Belastungen führen, auch in der Nachbarschaft. Ich hoffe, Sie werden mit allen Menschen gut kommunizieren und ihnen erklären, warum das denn so sein muss. Bauen macht Dreck, Bauen macht Lärm, Bauen bringt Verkehr, das wissen wir. Das ist ein altes Konzept, das ist ein Konzept aus den 60er Jahren, dieser Möbel-Individualtransport. Ist es überhaupt die Frage, ob dieses Geschäftskonzept überhaupt noch in diese Zeit momentan gehört? Dann der Abtransport der ganzen Möbel ist ja auch noch die Frage, wie soll das vonstatten gehen? Mit die S-Bahn, also die Hamburger Verkehrsbetriebe haben mit IKEA nämlich nichts beschlossen. Aber da gibt es keine Sonderfahrkarten für Leute, die Möbel abtransportieren wollen. Und Möbelsachen darf man nur bis zu einer bestimmten Größe in der Bahn oder im Bus mitnehmen. Das ist ja auch ganz klar, sonst wäre der ja voller Möbel und nicht voll Leute. Hören tut sich das in Wohnbezirke definitiv nicht. Dieses ist ein großer Tag für Altona. Dass IKEA hierher kommt, ist für alle maßgeblich Beteiligten in der Bezirksversammlung und im Bezirksamt wirklich eine ganz besondere und ganz außerordentliche Erfolgsstory. Und dann gab es einen weiteren wichtigen Meilenstein. Das war ein Beschluss des Vorgängersenats, breit verankert in der hiesigen Bezirksversammlung. Wir machen hier ein Sanierungsgebiet. Und dann kam ein ganz besonderer Meilenstein, eben die Idee von IKEA. Wir könnten uns das vorstellen, in Hamburg ein Innenstadtkaufhaus zu machen. Und viel Kreativität und Ideen eingebracht werden. Das ist aber, soweit ich das beurteilen kann, wirklich in einer ganz fantastischen Weise gelungen, auch bezogen auf die Planungen für das Umfeld, für den Goetheplatz, für den Tunnel unter der Max-Brauer-Allee, wo sich auch IKEA finanziell mit engagiert, dass wir dort eine attraktivere Situation bekommen als bisher. So ist es im Moment. Das ist das Gebäude. Wir ziehen das auch raus. Ja, das ist öffentlicher Raum. Das kriegt ja alles. Die Mauer wird genau auf dem Kinderwagen. Das wird ja hinten reingeblasen von unserem Senat. Das kommt dahin. Hat ja nicht viel Formaten. Also das wird dort und hier, wo wir stehen, das trifft mich jetzt genau mit der Mauer. Hier, wo hast du das Kleine? Da baut der gleiche Investor, der dieses baut, baut auch das. Das ist da, wo jetzt die Fenster fehlen. Hier immer schön einkaufen gehen. Die müssen ja auch besser hier durchströmen. Deswegen, also es kommt alles weg, was da an Bäumen ist. Und dann kann man sich vorstellen, dass da dann hier den Wind blasen kann. Als Anwohnerin hier selbst betroffen, ist IKEA ein Katastrophenfall für die Altonaer Bürgerinnen und Bürger. Und die Verkehrsprobleme, für die ja überhaupt kein Plan ist, weil IKEA hofft ja nur, dass der Verkehr nicht zusammenbricht, dass es nicht allzu schlimm wird. Sie hoffen, haben sie gesagt. Und ich nehme an, dass sie damit Fakten schaffen, eben für anschließend irgendwelche Straßen in der Umgebung breiter auszubauen als Zufahrten, weil man dann ja eben unter diesem Zwang steht. Und dann kann man auch gegen den Widerstand der Leute viel leichter argumentieren. Da wir hier in Hamburg-Altona etwas Einmaliges in unserer IKEA-Welt planen, unser erstes Einrichtungshaus mitten in der Stadt. Stadtnahe Stores haben wir schon viel gebaut, beispielsweise in England, aber auch in Japan. Aber mitten in der Fußgängerzone haben wir uns bisher noch nicht gewagt. Unsere internationalen Kollegen verfolgen dieses Entwicklungsprojekt, wie wir es intern nennen, mit großer Spannung. Auf dem kleinsten Grundstück, es misst gerade einmal knapp 10.000 Quadratmeter, bauen wir hier ein komplettes IKEA-Einrichtungshaus mit 9 Etagen inklusive Untergeschoss und für die Anlieferung. Weitere. Insgesamt 5 Baukräne werden das 37 Meter hohe Gebäude mit 4 Vollgeschossen und 4 zurückgestaffelten Parkdecks in die Höhe bauen. Also wie viel mal so hoch wird das Gebäude? Insgesamt würde ich dann sagen, inklusive der 15 Meter, 60 Meter. 60 Meter, also 4 mal Spundwände. Ja, knappe 40 Meter über Grund. 4, 6, wenn 6 Stockwerke sind, dann sind die 18 Meter hoch. Der ist, glaube ich, tatsächlich fast so hoch, wie es nachher werden soll. Wo ist es jetzt? Da kriegen wir dann einen verkauften Platz. Hier wartet jetzt ein Investor, eine Aufstockung für die Schäden.
Ikea alle. Und das Ikea, damit die Windschneise perfekt wird. Wir glauben ehrlich gesagt nicht, dass der Markt dann noch stehen kann. So, was wir hier haben, ich mache das auch zum ersten Mal, ist der Ikea-Katalog, die Tageszeitung, Einsatz Euro-Münzen, die Plakate und Flugblätter aus der Zeit der Bürgerbefragung und alles in einem schönen Ikea-Glas. Was schön ist. Was schön ist, ist nur die Artikelnummer. Kommt jetzt hier rein. Wir übergeben erstens eine Kopie des amtlichen Endergebnisses der Abstimmung über das Pro-IKEA-Bürgerbegehren am 19.01.2010. Zweitens, Unterschriftenliste von Pro-IKEA mit der Suggestivfrage: Sind Sie dafür, dass in Altona Altstadt ein IKEA-Möbelhaus gebaut wird und der Stadtteil dadurch nachhaltig belebt und attraktiver wird? Drittens, Informationsblatt von Pro-IKEA mit einseitiger, propagandistischer Darstellung des Vorhabens. Viertens, Stimmzettel für den Bürgerentscheid mit der oben genannten Suggestivfrage. Fünftens, Unterschriftenliste der IKEA-Gegner mit der Fragestellung: Sind Sie dafür, dass in Altonas Zentrum, Große Bergstraße, kein IKEA-Möbelhaus gebaut wird und die Bezirksversammlung des Bezirksamtes Altona ein Planverfahren einleitet mit dem Ziel, dass Einzelhandelsverkaufsflächen auf maximal 5000 Quadratmeter je Laden beschränkt werden? Sechstens, Presseerklärung des Senats der Stadt Hamburg vom 26.01.2010, in der die Ansichtsziehung, Evokation des Vorhabens mitgeteilt und deren Gründe erklärt werden. Siebtens, Presseerklärung des Vereins Mehr Demokratie e.V. vom 21.01.2010, in der unter der Überschrift "So wird das Instrument beschädigt" eine erste Würdigung des Verfahrens vorgenommen wird. Achtens, verwaltungsgerichtliche Klage der IKEA-Gegner vom 20.01.2010, in der baurechtliche Einwände erhoben und das zuerst eingereichte eigene Begehren geschützt und die Unrechtmäßigkeit des eine Woche später eingereichten Pro-IKEA-Begehrens gerichtlich festgestellt werden soll. Neuntens, eine weitere verwaltungsgerichtliche Klage vom 28.06.2011 als Fortsetzungsfeststellungsklage, auch zum Zwecke der Rechtsfortbildung, erhoben, nachdem die erste Klage allein aus formaljuristischen Gründen zur Verhandlung nicht zugelassen worden war. Beide Klageschriften benennen die juristischen Winkelzüge bei der Durchführung der beiden konkurrierenden Bürgerbegehren genau und zeigen die gravierenden Rechtsbrüche zugunsten des Begehrens der IKEA-Befürworter auf. Sie sollten also der Nachwelt zur Kenntnis gebracht werden, damit die sich ein eigenes Bild machen kann. IKEA kann zudem sicher sein, dass die 18.480 Nein-Stimmen bei der Pro-IKEA-Werbekampagne überwiegend aus dem Bereich kommen, in dem von uns die Nein-Unterschriften gesammelt wurden. Das sind zum ersten die Stadtteile Altona Altstadt, Altona Nord, aber vor allem auch Ottensen. Das ist aber auch der Bereich, aus dem IKEA die zusätzliche innerstädtische Kundschaft ziehen will, die zu der überregionalen Kundschaft dazukommen soll, damit das Experiment einer dritten Filiale mitten in der Stadt überhaupt gelingen kann. Wir wünschen dem auch von IKEA offen als Experiment bezeichneten Vorhaben in unserem Stadtteil, dass es auf der ganzen Linie scheitert. Je schneller, desto besser, damit wir dann die Investitionsruine einer Nutzung für die Allgemeinheit zuführen können. Ja, alles, was hier der Arm ist, ne? Ist wirklich der Raum. Guter Letzt. Das allseits beliebte IKEA. Das Frau Pant hätte bleiben können als Denkmal aus, Baudenkmal aus den 70er Jahren, damit das nicht wieder eine Wiederholung braucht. Und jetzt haben wir nämlich genau die Wiederholung von diesem Wahnsinn. Nochmal das Gleiche, nur neu. Noch schlimmer. Dabei wäre es besser gewesen, man hätte den Einrichtungen, die Frau Pant schon drin waren, Gelder aus dem Kulturetat zum Beispiel zukommen lassen, dann hätte man das auch ein bisschen aufhübschen können. Und es hat sich ja sowieso ein eigener Kosmos da schon entwickelt gehabt. Und warum muss man das unterbrechen? Eine Entwicklung, die praktisch von unten raus passiert. Zwei Geschosse, große Investor, also C&A, 5000 Quadratmeter Fläche und dann kommen da Wohnungen rein, angeblich. Wobei man bei Wohnungen, muss man in Anführungsstrichen nochmal genau hingucken, bei der Massivität
kann man zum Beispiel keine Wohnung hier ganz durchziehen. Ja. Das heißt also, hier werden Wohnungen sein, die nur Nordseite haben. Hier kann man keine Fenster machen, weil das eine Brandmauer. Hier wird auch noch aufgestockt. Die haben nur Südseite, ist schon ein bisschen besser, da kommt wenigstens Licht rein. Na gut, aber das ist ja auch verschattet bei der Höhe. Ja, das geht noch so. Und die einzige Wohnung, die braucht man, ist die Eckwohnung hier vorne. Und hier kommt dann Sozialwohnung und da kommen die Reichen. Ja. Überall diese Großprojekte, wo auch zu wenig Zeit ist, dass überhaupt eine breite Beteiligung stattfinden kann. Und das ist deswegen, weil ja der finanzielle Druck so groß ist. Man muss ja möglichst schnell alles geplant sein, damit überhaupt die Investoren dabei bleiben. Da muss es ganz schnell auch hochgezogen sein normalerweise, damit schnell Profit generiert werden kann. Und das ist halt problematisch. Das widerspricht schon in sich einer Bürgerbeteiligung oder einer Beteiligung der Leute, die es angeht. Also ich finde es ganz furchtbar. Ja. Vor allen Dingen, man realisiert es noch gar nicht. Ne? Und alle Bäume, die hier drin stehen, kommen weg. Dann vielen Dank. Und dann kommt der... Soll ich IKEA festhalten?